Leute, willkommen bei Grit, einem Rennspiel jetzt bei Steam für 4,95 € im Angebot gewesen. Ich muss das Ganze etwas nachsynchronisieren. Das Game ist extrem schwer, da hatte ich keine Zeit zum Labern. Hier ein kleiner Ausschnitt. So geht's schnell zu Ende. Aber das Rennen startet gleich neu. Es handelt sich hierbei um ein Rennspiel mit mehreren Modis. Le Mans ist dabei, DTM, Formel 3, Destruction Derby. Und also der Schaden ist teilweise wirklich sehr realistisch. Und wie gesagt, ist es extrem schwer. So, jetzt starten wir hier eine neue Runde. Die KI ist auch zu fressen. Tja, das war mein zweiter Aufschlag. War ersichtlich, dass das passiert. Aber ich starte jetzt gleich nochmal neu. Und dann müsste es gelingen. Schauen wir mal, wie es läuft, ne? Und go! Man kann auch zwischen den verschiedenen Perspektiven wechseln. Cockpit, Schnauze oder von hinten. Ich spiele jetzt am liebsten so. Ich bin noch nicht so geübt, ich habe es erst seit gestern und ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten. War jetzt im Weekend-Deal drin, wie gesagt für 4,95 € bei Steam und da kann man wirklich nichts falsch machen. Da verliere ich gleich die Autotür. Die Runden sind extrem anstrengend. Die KI gibt ab und zu gerne mal kleine Kuscheleinheiten. Das Handling der Autos ist sehr real gehalten. Also jetzt nichts für Arcade-Menschen. Zweiter Platz, jetzt schiebe ich ihn gleich an. Komm, 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 komm. Und hier nochmal die hakelige Schikane gleich nach dem Ziel. Läuft auch auf älteren Rechnern in dieser Qualität. Also mit einer etwas nicht so guten Grafikkarte ist das Spiel gut bedient. Man kann es schön runterschrauben, ohne dass die Optik es stark einbußt. Das, was ihr jetzt seht, das ist jetzt wirklich das allerletzte, was man aus dem Spiel rausholen kann. Höchste Auflösung, höchste Filterung. Mehr geht nicht. Das Spiel ist auch schon etwas älter. Ich glaube sogar von 2007, 2008. Aber man sieht es ihm kaum an. Letzte Runde. Jetzt einmal konzentrieren, Christoph. Gandalf packt es schon. Linkskurve. Und nochmal vorne links, rechtskurve, rechts und gleich wieder links. Schön abbremsen. Ideallinie fahren. War ein bisschen zu hakelig jetzt. Gegner hängt mir schon im Nacken wieder. Nochmal Schikane. Jo, gut gemeistert. Rechtskurve nochmal. Übelst. Da kommt man richtig in Schwitzen bei dem Game. Nur Linkskurve langgezogene. Schön zum Ausfahren. Der Schaden macht sich natürlich auch auf die Dynamik vom Auto bemerkbar. Zieht dann rennt wieder nach links oder nach rechts. Und so komme ich auch ins Ziel. Wahnsinn. Erster. Und jetzt genießt noch etwas das Panorama. Das ist jetzt wirklich Kino-Feeling, das ist geil. Das war's, euer Gandalf Hütten. Es kommt noch mehr. Ciao.
you're the champion. And a decent paycheck as well.